Moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Formel 1 2021 mit Dodo, Chris und mir. Heute bei den Japanern zu Besuch. Heute Gott sei Dank endlich Gott sei Dank mit meinem Ringlicht und meinem absolut geilen Greenscreen. Deswegen wurde heute richtig reingeschissen. Gestern Abend noch pünktlich in den Flieger steigen können, um nach Japan zu fliegen, um heute ready zu sein für die nächste Formel 1 Rennfahrt. Naja, Dodo hat sich ja gleich in eine Kneipe verzogen. Ja. Aston Martin hat mir das bezahlt. Kennt man ja nicht anders. Ich gehe zur Strecke. Ich werde so reinscheißen. Ich hasse diese Strecke. Ich hab's noch nicht einmal gefahren. Klar, in der letzten Season. Da gab's Japan nicht. Oh doch, stimmt. Die Kurve kenne ich. Ja, da bin ich auch gestorben. Könnte sein, ja. Ach, genau, die Scheißstrecke ist das. Da haben wir über Flo seinen Abend drüber geredet, dass er immer auf die Rennstrecke mitfährt und dann halt verschwindet. Genau. So wie du gestern. Nein! Das wird der letzte Platz. Ich hab mein Auto verloren. Wie kann man denn sein Auto verlieren? Indem man reinfliegt und den Reifen verliert. Oh, Dodo. Er ist während der Fahrt aus dem Auto gesprungen. Dann müsste aber erstmal das Lenkrad abmachen. Hopp, da bin ich gerutscht. Ne, das hat er mitgenommen. Ach ja. Verdammt! Ich glaube, ich hätte eine Flasche Wein weniger trinken müssen. Er macht das wie Mr. Bean immer. Alter, hier also rutscht man ja übelst. Leute, kommt nicht auf die Curbs. Also momentan ist zwischen Chris und Alex der Wettkampf. Vettel ist Dritter. Jungs, kommt einfach nicht auf die Curbs, ey, ihr rutscht wie die Drecksau. Ja, das habe ich eben gerade auch schon gemerkt. Auf die Mr. Also, Krabs. Chris, wenn du nochmal um die Hundertstel schneller wirst, dann bist du auf jeden Fall auf den Ersten. Und du bist Erster. Noch. Immer noch Erster. Jetzt ist Alex wieder vorne. Alex hat die Kurve schneller genommen. Aber ich hatte den dritten Sektor tatsächlich wieder. Weil Alex ein eingespielter Profi ist. Aber dafür ist Vettel Dritter. Wenigstens einer, ha? Lass den gleich rauskicken, Alex, damit Dodos Team wieder keine Punkte kriegt. Erzähl erstmal am Ende, wer natürlich auf dem ersten und zweiten Platz nachher steht. Heißt ja nicht mal, dass du und Alex am Ende auch da vorne seid. Ja, ich erinnere dich an die letzten Season. Da habt ihr auch nicht auf der Strecke überlebt. Halt die Fresse. Und es sieht schon wieder so nach Regen aus. Ja. Ich denke, dass man nachher Wetterbericht fragen wird. Hi Team Haas, was geht? Mein Next Team. Wetterbericht. Nicht gegen wen fahre ich? Du wirst beim Start etwas mehr Grip haben. Aber jetzt müssen wir die Reifen ordentlich aufwärmen. Vergiss nicht auch die Bremsen aufzuwärmen. Die Wetterbericht. 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 Ach, jetzt. Im Moment droht kein Regen, sagt er. Kein Regen. 10 Minuten. 10 minus 10. Oh, hoppala. Chris, hör auf, mir am Arsch zu kleben, du machst mich nervös. Was bleibt mir anderes übrig? Jo, wer ist denn da hinter uns? Alex dreht sich fast. Danke, Dodo. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Ich bin getriftet, ja? Hi, Alex. Deswegen warst du mir zu langsam in der Kurve. Hast du die Handbremse genutzt? Aber sowas von, Junge. Ich habe Tokyo Drift Formel 1 gespielt. Ey, im 22er kannst du ja sogar driften, ne? Da gibt es sogar, glaube ich, einen kurzen Drift-Modus auf Australien. In den Einstellungen von den Steuerungen gibt es tatsächlich eine Handbremse. Oh. Das will ich jetzt. Ja, weiß dann, ich weiß die Taste nicht, aber das gibt. Ich würde gerne dann mal wissen, wo die Handbremse beim Formel 1 Auto dann sitzt. Bearbeiten. Ja, du kannst den Boden entfernen und dann mit den Füßen driften. So wie bei Feuerstein. Ja, genau. Hier gibt's keine Handbremse. Ich dachte, du schmeißt dann Spikes raus und ziehst den ganzen Teer hinter dir her. Der Fred Feuerstein, Junge. Der Fred Feuerstein. Der Anker wird geworfen. Anker lichtern!
So, da kommen sie. Anker richten. Anker richten. Nicht Zettel. Hau sie vorne weg. Nicht Zettel. Vettel. Ich sagte Vettel. Ich hab Zettel verstanden. Ja, was du verstehst, ist mir bewusst. Ja, was du mal sagst, wie Fett Hamilton. Wo steht der eigentlich? Fett Hamilton ist geil. Fett Hamilton ist Sechster. Opa. Oh, Schumacher. Jo. Ist okay, Dodo. Ist okay. Machen wir so. Alter, meine Brille sitzt schon wieder komplett schief. Oh, es geht los. Oh, shit. Da war ich jetzt zu viel. Oh, 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 oh. Vettel. Vettel. Na, haben wir eine Durchfahrtsstrafe, mal lieber. Ja, ist aber nicht so schlimm. So schlimm. Ich hasse diese Kurven hier. Ja, weil du die so übelst abbremsen musst. Ja, oder einfach vom Gas gehen musst. Ja. Wollte ich gerade sagen, vom Gas gehen hilft viel. Fährt Hamilton. Jawohl. Oh shit. Da habe ich Scheiße gebaut. Und tschüss. Alter Alex, was machst du denn? Und tschüss. Er ist auf die Curbs gekommen. Mach's gut, Golden Time Gamer. Die Golden Time Gamer. Alter, Sainz, willst du mich verarschen? Alter, Sainz! Welcher Platz bist du, Dödel? Gerade mit Sainz am Kämpfen um den Platz. Welchen denn, ist die Frage? Um einen guten. 14. Nennt er gut? Ja, ich habe schon 6 Plätze gut gemacht. Was willst du denn von mir? Schummeln ist nicht. Oh, oh, oh. Alter, ich habe so Schiss auf dieser Strecke, ne? Ey, was ist denn das nein, mit nein. Den Curbs? Okay, okay. Hau rein, Chris. Okay. Die Curbs ficken einen ja hier übelst. Das ist Japan. Die sind mit Öl eingeschmiert, dass sie besser flutschen. Glaub's aber auch, Alter. Oh, das sowas. Das wäre fast gerade mein Tod gewesen. Eher sowas wie Walfett. Ich bin gleich wieder da. Der Junge, ne? Back ins Bett! Wer hat die schnellste Runde bisher? Ich. Okay. Würdest du auch wissen, wenn du ab und zu mal nach oben gucken würdest? Ne, ich konzentriere mich gerade, weil Bottas gerade vor mir ist. Bottas? Bottas. Du Nodda. Halt mich eigentlich gerade gut in dem Feld hinten dran. Ja, ich habe mich gedreht und Vettel und Tsunoda haben mich überholt. Gott sei Dank ist Vettel fest vorne. Noch. Warte, 2-3 Ründchen. Ach, nee, ey. Du kannst jetzt das DRS verwenden. Jo, Alter, wie langsam fährt der Bot, bitte? Ziemlich. Wie viele Plätze hast du verloren? Ich habe 18 Sekunden auf Mazepin. Teamkollege in der Boxengasse. Ja, ich muss die Durchfahrtsstrafe machen. Was passiert, wenn du die nicht machst? Disqualifizierung. Echt jetzt? Ja. Er fährt halt in die Box. Ja, tut mir leid, dass ich sowas nicht weiß, weil hatte ich noch nie. Oh, ich hoffe, ihr wartet die Durchfahrtsstrafe ab. Nein, natürlich nicht. Was ist denn das für ein Blödsinn?
Kann man denen nicht sagen, der soll die Durchfahrtsstrafe machen? Nein. Nein. Das ist so dämlich einfach nur. Da waren... Und die Cops haben mich gerade wieder gekillt. Ach, zu Noda. Lasse. Vorletzter. Hi, Chris. Ich hab trotzdem... Ich hab 51 und Platz Nummer Sekunden 2 für mich. Auf dich, Dodo. Ich weiß, hab ich gerade gesehen. Wie schnell fahrt ihr denn bitte? Zu Noda, du Opfer. Ich war gerade vom 11. Platz auf den letzten zurückgeflogen, weil mich ein Körbke weggezickt hat. Ja, aber ganz ehrlich, ich war jetzt 8 Sekunden in der Box und 51 Sekunden habe ich auf einmal anstatt 18. Hm. Ich will nicht Mediums weiterfahren. Sehr komisch, ja, noch was, mehr. Was die hier zählen. Ja, das ganze Mittelfeld ist all, sie sind eigentlich alle noch ziemlich aneinander dran. Ja, die sind. Deswegen dabei. Ist es halt meine Chance, wenn sie halt in die Box fahren, dass ich halt vorbeiziehe. Naja. Und da muss ich halt Zeit rausfahren und dann darf mich halt kein Körb es leider antun. Sag's nicht, sonst passiert's. Ja, die ersten vier habe ich jetzt wieder. Ich hatte so ein hässliches grünes Aston Martin Auto vor mir. Das sind schöne Autos. Hau ihn raus. Welche Idioten fahren denn in so einer hässlichen Karre? So, S1 habe ich jetzt lila. Würde dich. Freut dich doch. Freue ich mich auch. S1 habe ich lila. Alex, S1, hä? Bist du langsam? Trotzdem wird. Danke, Schumacher. Das war jetzt mein Frontflügel. Ach, so ein hässliches Auto, Alter. Das muss ich doch direkt mal vor mir wegschieben, Alter. Geil, Omar. Verpiss dich, Vettel. Ach, schön ist das, auf dem Ersten zu sein. Fett Hamilton. Sagte der Igel zu dem Stachelschwein. Achtung, Achtung. Hat vorne geknallt. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Das hat geknallt. Ist raus. Das Au, ich bin taub. Dodo ist raus, ne, Gasly ist raus. Gasly ist auch raus. Wie, Ocon, habe ich unerlaubt überholt. Super, Safety Car. Ja, ist Safety Car, Dodo. Ich bin auch nicht so doof und fahre auch rein. Mir ist klar, dass ich Safety Car nicht überholen soll. Dann habe ich ja noch Chance. Es sind alle in der Box, Chris. Ja, ich war schon in der Box, ich muss nicht nochmal. Nur komm Vettel schon. Zunoda und ich sind nicht da. Wir haben 23 Sekunden auf Verstappen, also ich zumindest. Kommt schon. Los, fahr jetzt. Alter, Bottas stand mitten auf der Strecke und ich habe nur noch, wie Gasly auch noch in die Wand geprescht ist, vor mir auftauchen sehen. Da bin ich voll, habe ich mich voll erschreckt. Erschrocken. Ich hab Bottas und Gasly immer noch nicht eingeholt. Und Ocon stand halt auch in der Wand und dann musste ich dann wieder vorlassen. Ich hab grad einen Chris über mir lang zischen hören. Ja, ich bin jetzt Startziel erst. Wie sind denn die weißen Reifen, Chris? Ich fahr mit gelben Reifen, Dodo. Oh verdammt, die haben auf bei mir ich auf. Das ist auf Rot. Die haben bei mir. Ne, du musst einmal eine Mischung tauschen. Oh Gott. Ja, musst du, sonst wirst du disqualifiziert. Rutsch ja schon mit den roten Reifen. Was glaubst du, wie ich sonst noch mit den gelben Reifen rutschen werde? Meine Box hat auf hart gewechselt. Also auf weiß. Alter, du musst hier echt vorsichtig fahren. Ja. Jeder Körb haut dich hier raus. Ja. Ah, nicht jeder, aber die meisten. Meistens sind es die in der Highspeed-Kurve. Ich weiß ja nicht, wie das in der FA 22er bin ich hier noch nicht gefahren. Gar nicht. Beim 22. Ich weiß nicht, ob das im 22er die Strecke gibt. Alter. Ocon, dann gib doch mal Vollgas. Und noch eine Runde, Jungs, mit dem Safety Car. Ja, wir sind ja jetzt erst da. Ja, weil der Chris auch nicht rankommt. Das ist egal, wenn jetzt Chris gleich immer noch nicht hinten dran ist, fährt es trotzdem rein.
Falls ihr die alle mal ein bisschen aufgriss. Ja. Aber trotzdem meine Chance, jetzt da nochmal ranzukommen auf einen Punkt. Jetzt hab ich, ja, aber jetzt habe ich schon wieder so einen hässlichen grünen Aston Martin vor mir. Warst du nicht Erster? Ja. Du hast du den. Aber der Safety Car. Ach so. Das hat die hässliche Farbe. Ja, yep, genau die hässliche Farbe, die Dodo und Vettel. Weil es auch ein Aston Martin ist. Meine Fresse, deswegen, was ist das doch denn, Junge? Wo wird er rausgeflogen? Ja, wegen dem scheiß Curb, Alter. Was haben die hier gemacht, bitte? Alex hat doch gesagt, die haben sie mit Walfett eingeschmiert. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen? Oder aus Aalhaut. Mit dem neuen versuchen. Genauso glatt und rutschig. Änderung bestätigt. War schon wieder was alles kaputt? Klar. Ja, natürlich, bin ja rausgeflogen. Hallo. Bist jetzt endlich da? Ja. Ja, er ist hinter mir. Oh, die Zeit. Gib Gas, ey. Aber komm, ich hab einen kaputten dabei. Steht dem Safety Car gerade dermaßen am Arsch. Hey Mr. Kong. Mr. Du. Hey Mr. Aston. Aston Martin. Junge, dieses Geblinke, Alter, das zerstört mich. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Nur triggert hier ein bisschen. Warum? Weil er hier ab und links rechts macht. Ich halte meine Reifen warm. Ja, ich die auch. Die sind auch warm genug, glaub mal. Indem ich Gas gebe und abbremse. Let's go, Jungs. Let's go. 3, 2, 1. Junge, Vettel, was stimmt mit dir nicht, Junge? Was gibst du so Gas? Warst schon wieder wegen den Curbs rausgeflogen, Alter. Ja. Ohne Witz, ich schwitze hier in diesen Serpentinen mehr als auf dem Rest der Strecke. Los, los, los! Alex, wir müssen mal ein paar Leute wegen dem Boxenstopp feuern, glaube ich. Auf jeden Fall. Wir brauchen nämlich ziemlich lang, um die Reifen zu wechseln. Ach, weil sie Idioten sind. Paule Hunde. Alles klar, meine Reifen haben blockiert. Wisst ihr, was ich mich frage? Ja. Warum hat die Boxenstopp-Crew, die Reifen wechselt, Helme auf? Alter, Schumacher. Nee, das war Mazepin. Ist Schumacher auch raus? Wisst ihr was? Nein. Nee. Wo Gasly und Norris war das, glaube ich. Norris. Chuck Norris. Schumacher ist 16. oder so. Alter, ich habe schon 3 Sekunden auf Vettel. Beide Sektoren lila. Musst du nicht noch Box, Alex? Ja, aber das mach ich in der nächsten. Jungs. Aber in der 18er Version war das noch nicht so rutschig hier. Nee. Nee. Das stimmt. Vergiss es, Mazepin. Ich glaube, hier allgemein ist das hier ziemlich rutschig. Ich glaube, hier sind die tatsächlich nur auf Geschwindigkeit gegangen. Ja. Und im 22er hast du halt auch wieder Stabilität und Geschwindigkeit. Also ja. Ich finde, in einigen Sachen hat das 21er schon den Vorsprung zum 18er, was das Auto angeht. Aber jetzt so, wenn du aus der Strecke rausfliegst, dann fliegst du raus. Dann hast du keine Chance, nochmal gegen zu kämpfen. Ja, okay. Da kannst du driften, wie du willst. Weil im 18er konntest du nochmal gegensteuern und hast nochmal versucht. Aber hier ist da gar nichts mehr. Es auch, wenn du richtig Glück hast, konntest du es auch retten, aber hier geht das nicht mehr. Und im 22er, da drehst du dich ruckzuck auf die Strecke da wieder. Da, ja, da gibt's da einmal Gas und schwupps, stehst du wieder. Ja, dann stehst du auch gerade. Hier im 21er drehst du dich erstmal 20 Millionen Mal und machst erstmal einen Helikopter. Genau. Ja.
Wenn du nicht leicht die Mauer berührt hast, dann hast du deinen Reifen verloren. Und das war der Curb. Oh, doch nicht. Kommt mich leicht retten. Aber da kommt Marzipin. Check dich. Alter, jedes Mal. Ganz genau, dass ich hier aufnehme und trotzdem wird geklingelt. Teamkollege in der Boxengasse. Alter, Marzipin. Und danke. Kein Ding. Und 3 Sekunden abkürzen. Und da geht's okay. Und wieder. Ach, natürlich, komm, und alles zwischen Samen vorbei. Ist klar. Ach komm, leck mich alles am Arsch. Alles klar, Leute. Ich fick dieses Spiel. Hab keinen Bock mehr auf die raus. Nee, bist du nicht. Doch, bin. Überhole das Safety Car. Du darfst das Safety Car überholen. Ja, piss dich. Okay, also wird Japan nicht mehr Chris seine Lieblingsstrecke. Zumindest nicht in diesem Teil. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser oh, Junge. Ich dachte, das wäre ein Rennspiel und kein Bremsspiel oder Rutschspiel. Also ich soll den scheiß Delta grün werden lassen. Du musst dafür abbremsen, weißt du? Aber ich könnte ich einmal Gas geben und hätte die Kolonne schon erreicht. Das ist ja erstaunlich, dass das Safety Car da ist, obwohl ich auf dem Gras rausgeflogen bin. Ich durfte es gerade überholen. Aber wahrscheinlich, weil Teile auf der Strecke sind. Nee, kann eigentlich nicht. Ja, aber Gummiabnutzung. Ah, verdammt, dann kann ich gleich Vollgas geben, dass ich überhaupt in Punkte komme und die 3 Sekunden rausfahre. Weil das Safety Car bleibt locker. 2 Runden. Na gut, wir sind eigentlich alle dicht aneinander. Nee, kann auch eben sein, nicht. Nur eine Runde. Weil ich ja wegen dem Scheiß-Delta nicht vorankomme. Doch. Da bin ich rausgeflogen. Weil mich dieser Scheiß-Curve schon wieder rausgefickt hat. Ohne Witz, das ist so witzlos, ne? So dämlich, so sinnlos. Du sollst die Scheiß-Kolonne einholen, ne? Und du darfst diese Scheiß-Delta nicht überschreiten. Wie bescheuert ist das bitte? Alex, ich fahre auch über 200. Ja, schön. Freu dich. Ich bin wieder 15, weil die scheiß Boxengasse ja wieder so ewig lang ist. Ey, jetzt habe ich schon Wetterfädel und so noch da hinter mir. Die waren auch in der Box, oder nicht? Weiß ich nicht. Hey, Dodo. Mhm. Hast du schon wieder Kurven abgekürzt? Eben ja. Die Startziel bin ich drüber geflogen, ja. Ah ja. Weil mir Marzipin hinten rein ist. Jetzt habe ich auch noch Alex, Ocon und Marzipin hinter mir. Alter. Freue dich, Williams kommt bald. Ich habe vorhin noch gesagt gehabt, nicht zu früh freuen. Ein Williams ist schon raus. Na schön, ein Williams. Aber nicht meiner. Trotzdem denke ich nicht mehr, dass du Treppchen machst. What's up, Dodo? Der zuletzt lacht, hat einen zu hohen Ping. Der war gut. Ich weiß. War von Execute. Ich hab mich weggepisst, als ich das in dem Lied gehört hab. Wetter scheiß Safety Car jetzt mal rein. Hallo, ich will ein paar Plätze gut machen, meine Fresse. Im schlimmsten Fall fährt's nicht rein. Ja, dann haben wir verkackt. Ich habe auch noch nichts gesagt bekommen, dass es reinfährt. Nee, ich auch nicht. Dann bleibt es noch draußen. Na, fantastisch. Noch eine Scheißrunde hinter Ocon. Aber ich könnte nochmal versuchen, Ricardo zu drehen, Alex. Nee, lass es. Weil dann dürfen wir ja überholen. Lass es. So, beruhigt habe ich mich jetzt nicht.
Welche Karte kommt denn als nächstes, Chris? Die könntest du mal schon mal vor... Keine Ahnung. Was denn? Ich bin am Aufnehmen, Herrgott! Jetzt willst du ja auch! Herrgott, jetzt willst du ja auch! Reicht's langsam, Alter. Wird hier Sturm geklingelt bei mir. Wer den Nachbarn oder was? Bis ich stell die Klingel bald ab. Okay, tschüss. Tschüss, Dodo. Der hat mich. Echt jetzt, ich muss Dodo vorlassen. Was ist das denn für ein Cheat? Egal, Dodo hat eh 3 Sekunden. Ah, oh, nein! Oh. Hallo? Hey, ich soll hinter Da Vinci bleiben. Wir dürfen nicht überholen. Was ist das für ein Cheat? Wo ist denn Ocon hin? Boah, Dodo! Wo ist denn Ocon hin? Ich glaube, der ist raus. Nein, Ocon ist nicht raus. Ah, der ist ganz hinten, hä? Was? Gasly und Bottas sind DNF. Ja, aber wie ist denn Ocon jetzt auf den letzten Platz geflogen? Das ist wahrscheinlich derjenige, an dem ihr euch vorbeigemogelt habt. Nee, ich wollte mich an Ricardo vorbeimogeln, dann hat mich aber Ricardo ausgetrickst und ist unsichtbar geworden und hat mich rausgekickt. Oh, fett. Bevor wir jetzt gleich die nächste Runde starten, werde ich erstmal meine Klingel abstellen. Ja, ja, alles gut, Alex. Bei mir reicht's hier. Ja, ja. Wenn ich dieses Sturmgeklingel dauerhaft, weißt du. Obwohl man genau weiß, dass ich um die Uhrzeit am Aufnehmen bin. Ja. Man weiß es und es wird Scheiß drauf gegeben. Dann werde ich demnächst auch mal einen Scheiß drauf geben, wenn jemand seine Ruhe haben will. Darf's bis 10 laut sein. Kann auch so laut sein, wie ich will. Nein, ich sag ja. Ist mir scheißegal, meinetwegen bleib ich auch bis 0 Uhr laut. Dann wenn ist es aber Ruhestörung. Wenn ich nicht respektiert werde, warum soll ich das dann respektieren, hä? Warum? Da hat Alex aber auch wieder recht, wenn. Ja. Wenn bei ihm ständig Sturm geklingelt wird. Ist mir egal, ob das jetzt. Oh, alles klar. Okay. Hau rein, Dodo. Boah, Alter, ich dachte, ich krach dir mit rein. Ja, ja, toll. Jetzt ist grüne Flagge, hä? Vettel will dich ficken. Warum ist jetzt auf einmal grüne Flagge? Ja, das ist für mich rum. Ach, leck mich doch. Ich hasse diese Karte. Wow, in der einen Runde hole ich auch nichts mehr, super. Das war jetzt echt absolut sinnlos mit dem Safety Car. Das mit Frontflügel. Ja, Japan ist nichts für den Aston Martin. Und ich glaube, ich hätte eine Weinflasche weniger nehmen dürfen. Sollen. Aber Gott sei Dank hat mir Aston Martin zugesichert, dass sie in die nächste Saison auch mit mir weiterfahren möchten. Sie sind trotz meiner nennbaren Leistung zufrieden. Nennbaren? Ja. Hey, ich habe Russland gewonnen. Beschwer dich mal woanders. Auch nur, weil ich dich vorgelassen habe. Ja, genau. Mhm. Alles. Alles klar, Dodo hat nochmal 3 Sekunden gekriegt. Hallo. Muss nur Ricciardo und Schumacher überholen. Dann habe ich wenigstens Punkte. Und Da Vinci ist rausgeflogen. Oh, Schumacher hat sich verbremst. Das ist die Chance. Oh. Doch nicht. Verdammt. Wusste ich's doch. Wow. Giovinazzi hat sich teleportiert. Ja, alles klar, ich bin 9. weil Giovinazzi sich hinter Schumacher teleportiert hat.
Alles klar. Und logisch. Hey Alex, wenigstens noch Punkte. Na, ne? Jetzt aktivieren sie DRS, wofür? Weiß ich auch nicht. So, meine lieben Damen und Herren, ich sag dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal.